Liebe Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren, als ewig fröstelnder Berliner, der in Bayern lebt, habe ich heute Morgen keine Mühe gehabt bei der Überlegung, ob ich mir Skiunterwäsche anziehe. Ich dachte, bei dem Wetter müsste ich das nicht machen. Gestern bin ich hier angekommen und es waren 36 Grad, wie ich finde, für mich jedenfalls irre heiß. Aber ich glaube, es gibt keine wissenschaftlichen fundierten Erkenntnisse darüber, ob das jetzt schon der Klimawandel ist oder wann der Klimawandel eintritt. Aber es gibt sehr fundierte Erkenntnisse darüber, dass wir einen demografischen Wandel haben, dass wir älter werden in der Bevölkerung Deutschlands und das schon sehr schnell, was wir gleich hören werden, wenn Dr. Klingholz zu uns spricht. Bis zum Jahre 2030 wird der demografische Wandel in Deutschland seinen Höhepunkt erreicht haben. Das war die Überlegung, vor einigen Jahren den Bundesverband Initiative 50 Plus zu gründen, als eine Organisation, die die Menschen, die älter als 50 sind, vertritt und die sich vor allem damals darum kümmern wollte, dass etwas ältere Menschen im Job bleiben können und von den Unternehmen so gefördert werden an ihren Arbeitsplätzen, dass sie auch möglichst lange, jedenfalls so lange, wie sie wollen und können, arbeiten dürfen. Vor zwei Jahren hat sich das Aufgabenfeld erweitert, als wir beschlossen haben, das Thema Demografie zu versuchen, mehr noch in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben damals die Bewegung Demografischer Aufbruch gegründet und die Veranstaltungsreihe Demografiedebatte Deutschland. Und wir wollen zeigen, dass der demografische Wandel nicht nur Risiken mit sich birgt und nicht nur schlecht ist, sondern eben auch viele Chancen bietet, sowohl für Unternehmen als auch für Menschen, für die Politik, für die Gesellschaft. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wenn Sie heute auf die Straße gehen oder ins Fußballstadion gehen oder wo immer, dann stellen Sie fest, wenn Sie ganz genau hinschauen, Sie sind umgeben von Ihrer Altersgruppe. Wir werden eben stetig immer älter, was aber nicht schlimm ist. Ich fühle mich wohl dabei, zumal wenn Andreas Mintschke sagt, ich sehe noch nicht aus, so alt wie ich bin, wobei er gar nicht genau weiß, wie alt ich schon bin. Also ich wünsche uns, dass wir heute an diesem Siebenschläfertag Erkenntnisse gewinnen, die nicht nur die nächsten 7 Wochen vorhalten, sondern vielleicht die nächsten 7 Jahre. Und dass wir heute lernen, was es an Möglichkeiten gibt in Sachen Mobilität und Digitalisierung, um das Land Thüringen wieder stärker zusammenwachsen zu lassen und die Boomzentren zu vereinen mit den Landkreisen und Gemeinden, die im Moment abgehängt scheinen, aber die große Chancen haben. Ich freue mich darauf, Frau Minister Kellerin jetzt hierher bitten zu dürfen. Und sagen Sie uns bitte, was Thüringen anstellen wird, damit wir hier erfolgreich sind im demografischen Wandel. Vielen Dank.